Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert. Ja, heute mal aus ungewohnter Perspektive. Warum? Darum geht's. Ich probiere heute, ich teste hier einen Covid-Schnelltest. Und ja, damit das alles funktioniert, habe ich hier ein paar Utensilien, weil ich habe das vorhin bei meiner Frau gesehen und möchte euch jetzt hier mal zeigen, wie man das so macht. Also das habe ich hier eine Eieruhr, Taschentücher, erfahrt ihr gleich, warum man die braucht und ich will mal ein bisschen messen hier, deswegen habe ich hier noch ein Lineal und einen Stift. Mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist hier der Boson oder Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Testcard. Testkit, das haben wir hier bei Lidl online bestellt. Da hat es 25 € gekostet. Wir hatten jetzt auch eine Werbung im Briefkasten, exakt für das gleiche 5er-Pack für 50 €, also 49,95 €. Da versuchen wahrscheinlich dann ein paar hier jetzt auch Geschäfte zu machen. Es sei ihnen gegönnt, aber wir hatten die etwas günstiger. Also, wie gesagt, 5 € hier das Stück etwa. Ja, was steht hier noch drauf? Genau, SARS-CoV-2-Antigen, qualitativer Schnelltest für den in vitro diagnostischen Gebrauch. Ein immunchromatographischer Assay für den schnellen qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Virus-Antigen mittels anterionasalen Abstrichproben befristet zugelassen in Deutschland. Ich will euch nicht zu sehr langweilen, was da alles draufsteht. Euch ein bisschen in die Packung zeigen. Im Prinzip, so. So funktioniert das im Prinzip. Das hier ist ganz wichtig. Da kommt nämlich gleich was rein. Und ich mache ihn einfach mal auf. Dann seht ihr nämlich, was da so alles drin ist. Also, wir haben. Das hängt das jetzt hier fest? Na, sowas. Interessanterweise, die Seite hier ist zugeklebt und die ist offen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. So, hier haben wir alles draußen. Wir haben einen Inspection Certificate. Also hier hat den jemand nochmal geprüft. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Die ist in Deutsch und Englisch. Wir haben hier Teströhrchen. Hier ist, seht ihr dann gleich, was da drin ist. Und wir haben hier den berühmten Abstrichtupfer oder wie man das dann auch immer nennt. Ja, die Anleitung. Ich mache die mal auf. Die ist relativ groß. Deutsch und Englisch. Da sind dann auch hier so, das ist Englisch, hier ist Deutsch. So sieht die aus. Könnt ihr mal gucken. Ja, SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest. Bitte folgen Sie die Gebrauchsanweisung, Verwendungszweck, Zusammenfassung, wichtige Informationen. Durchverlesen, Einschränkungen, der Test ist ausschließlich zum qualitativen Nachweis. Also es ist viel, viel steht hier drin, was ich euch aber gar nicht alles vorlesen möchte. Genau, wichtig ist hier Vorbereitung, da gehen wir mal drauf. Eine ebene Fläche freimachen, reinigen und trocknen. Überprüfen Sie den Inhalt des Testkits. Habe ich getan, alles drin. Stellen Sie sicher, dass nichts beschädigt oder zerbrochen ist. Sieht gut aus. Timer zur Hand nehmen, habe ich. Schneuzen Sie vor der Probenentnahme mehrmals die Nase. Waschen Sie Ihre Hände. Hände sind gewaschen. Jetzt deswegen das Taschentuch. Man soll mehrmals Nase putzen. Wobei ich weiß jetzt nicht, soll ich das jetzt tun? Oder dann, ich mache es einfach mal jetzt. Verzeihung, das gehört dazu. Ist wichtig im Rahmen des Tests. So, mehrmals schneuzen. Ich hoffe, das genügt. So, jetzt geht's los. Jetzt kann ich das hier schon mal vorbereiten. Das ist nämlich hier der Ständer. Zack. Ständer hinstellen. Ich brauche jetzt dieses hier. Das steht nämlich, das Tablett kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Das ist gut. Öffnen Sie die Extraktionslösung. Aber ich mache das jetzt erst. Ich stelle jetzt das hier erstmal hier rein. So, das sieht doch gut aus. Da steht's drin. Das hier ist jetzt hier die Extraktionslösung. Öffnen Sie die Extraktionslösung. Vorsicht, vom Gesicht weghalten. Genau, nicht verschütten. Also das ist hier dieses Röhrchen, das ist da drin. Knick, hoffentlich geht es ganz einfach. Jawohl, hab ich. So, drücken Sie den gesamten Inhalt in das Röhrchen. Achso, deswegen sollen wir es vielleicht noch nicht da reinstecken.
Rein, na lauf. Alles drin, ist immer noch. Sieht so aus, als ob da noch ein Tropfen drin wäre. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt da drin ist. Leer, sehr gut. So, nächster Schritt. Finden Sie den Tupfer in der versiegelten Verpackung? Jo, finden Sie den Tupfer. Das also ist ein bisschen einfach übersetzt. Genau, das war nämlich hier. Finden Sie den Tupfer in der versiegelten Verpackung vor sich. Identifizieren Sie die weiche textile Spitze des Tupfers. Also, ich finde den Tupfer hier und da ist die Spitze, das heißt hier drüben öffnen. Aber vorher will ich hier mal messen, weil nämlich jetzt heißt es dann, also wenn ich das hier rausnehme, ich muss das 2,5 Zentimeter in die Nase und das möchte ich jetzt mal abmessen, wie viel das denn ist. Also der Tupfer hat 2,5, ach, das ist tatsächlich, okay, also der bisschen mehr als der Tupfer selbst. Ich markiere das mal hier auswendig, nee, ich habe einfach meinen Finger. 2 Zentimeter, das ist also hier. Okay, also der Tupfer muss in die Nase. Seht ihr das hier? Zack, da. Kann man das sehen? So lang etwa. Also das Ding muss in die Nase. Es ist nicht ganz so schlimm wie die normalen Tests, die PCR-Tests, die man bekommt, die also richtig einmal bis ins Hirn geschoben werden. Aber ja, dann, was muss ich jetzt tun? Auch dann führen Sie den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. Die Tupferspitze sollte bis zu 2,5 Zentimeter tief vom Rand des Nasenlochs reingeführt werden. Jawohl. Drehen Sie entlang der Schleimhaut im Nasenloch, um sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen gesammelt werden. Drehen Sie den Tupfer 3 bis 4 Mal. Belassen Sie den Abstrich einige Sekunden im Nasenloch. Wiederholen Sie den Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch und dann kommt es in die Lösung. Also dann mache ich das jetzt links und rechts rein. So, mal gucken. Achso, sehe ich jetzt hier überhaupt, wie tief ich da reingehe? Also rein. Oha. Haha, ja. Ah, okay. Drehen. Okay, also es ist unangenehm. Drei. Oha. Verzeihung. Okay, und jetzt. Oh, das Loch. Oh, mir laufen die Tränen. Also ich dachte, es wäre doch nicht so tief, aber der ganze Tupfer muss rein. Und dann. Oh, okay. Drin lassen. Ah. Oh. Oh, das Zwiebel. Okay. Ich dachte, das Zwiebel nicht so sehr. Aber oha, okay. So, jetzt habe ich, dass ich das habe. Jetzt da rein. Rühren Sie, führen Sie den Abstrich-Tupfer mit der Probe in den Extraktionsbehälter. Jawohl. Röhrchen ein, drehen Sie den Tupfer nur 3 bis 5 Mal. 3 bis 5, 3, 4, 5. Da drin. Jetzt drin lassen für 1 Minute. Oh, jetzt stelle ich den Timer. Oh, das war nichts. Oh, verzaubert. Oh, ich hoffe, ich blute nicht. Nee, nur Rotz. Also gut, 1 Minute. Ich glaube, der Timer ist hier nicht so richtig genau. Aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, also der steckt jetzt da drin. Okay, hatte ich mir einfacher vorgestellt und bei meiner Frau, die hat das besser weggesteckt. Entweder habe ich es tiefer reingeschoben. Oh, oder ich bin einfach ein empfindlicherer Mann. Heieiei, da kommen mir tatsächlich die Tränen. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das schon 1 Minute ist. Kam jetzt ein bisschen wenig vor. Ah, ich habe ja hier eine Uhr, die da mitläuft. Da kann ich gucken. Ich lasse noch mal ein paar Sekunden. Ah, oh, putz mir noch mal die Nase. Sorry fürs. Für euch. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen drumherum erzählen. Aber ich würde mal sagen, ja, oh, habe 1 Minute gelitten. Ich riskiere es jetzt, weil, genau, jetzt kommt nämlich der nächste Part. Wir haben hier das Wichtige ist, das ist jetzt wirklich das Messgerät quasi. Das nennt sich. Testkassette. Testkassette. Raus und achso, was genau. Moment. Was nimmt man als nächstes? Setzen Sie die rausziehen. Ah ja, genau. Das war jetzt noch ein guter Punkt beim Rausziehen. Soll man hier auch nochmal abstreifen?
Also jetzt muss ich hier zusammendrücken und hier den Tupfer rausziehen, damit auch, ups, alles da in der Probe bleibt. Ja, der kommt dann weg. Ich lege den hier zur Seite. Jetzt kommt hier der Stöpsel drauf. Der hat da ein Loch, damit kann man es dann dosieren. Wieder rein. Jetzt kommt die Testkassette. Die sieht so aus. Hier kommt die Probe hin und hier wird es dann angezeigt. Ich mache das jetzt. Das war, glaube ich, 3 Tropfen. Ich lese nach. Drehen Sie die Kassette, geben Sie 3 Tropfen da drauf. Das mache ich jetzt. Eins, zwei. 3 Tropfen. Ich stelle das nochmal zur Seite. Ich werfe noch nicht weg, weil meine Frau hatte gelesen oder im Fernsehen gesehen, dass wenn jetzt das nicht gleich funktioniert, dann kann man nochmal 1, 2 Tropfen nachgeben. Genau. Ah, da sieht man schon, da läuft es. Ich hoffe, da kommt schon ein Strich. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, jetzt heißt es 15 Minuten warten. Das erspare ich jetzt euch. Ich melde mich gleich wieder, wenn der Test dann hoffentlich, wenn er funktioniert hat und hoffentlich negativ ist. So, der Wecker hat geklingelt. Hier ist das Ergebnis. Hurra, so rum. Also, Kontrollstreifen, der Test hat funktioniert. Und hier unten ist leer, das ist wichtig. Also ein Strich ist gut, also oben ein Strich. Und damit, ja, bin ich jetzt im Moment wohl nicht ansteckend. Natürlich gibt es da immer gewisse Ungenauigkeiten bei solchen Tests. Also ganz verlassen kann man sich leider nie, aber es gibt eine gewisse Sicherheit. Ich habe geguckt, wie lange ist denn jetzt das gültig? Sind das jetzt nur ein paar Stunden? Ja, also es geht davon aus, dass man da so für jetzt die nächsten 48 Stunden kann man da wohl jetzt davon ausgehen, dass ich nicht hochgradig oder überhaupt ansteckend bin. Das ist natürlich super und ja, damit können wir jetzt unsere Freunde besuchen. Und ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Auch ihr da draußen bleibt gesund. Es ist mein Fazit, die Anwendung. Es ist einfach, wenn man das mal ein bisschen geübt hat, ein, zweimal gemacht hat, glaube ich, geht es wie von selbst. Ja, tatsächlich, die Nase, gut, das Kribbeln muss man in Kauf nehmen. Aber ja, man hat es dann auch so ein bisschen selber in der Hand, kann so ein bisschen nachschieben oder Zähne zusammenbeißen. Ja, ich hoffe, dass das hier hilft, wieder ein Stück Normalität zu gewinnen und dass wir da so ein bisschen, ja, dass wir der Pandemie Herr werden, ist auf alle Fälle eine gute Sache. Preis muss man natürlich sehen, wie kommt man die Dinger ran, dass das da nicht irgendwie zu teuer wird, dass man, keine Ahnung, jeden Tag hier 5 Euro, kann sich sicherlich nicht jeder leisten oder am Ende 10 Euro, aber ab und zu mal so mit Freunden, dann kann man wieder sich treffen, kann wieder was tun. Ja, ja, wünsche euch, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und dann wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Stefan probiert's. Tschüss!